wunderschönen guten Tag hier aus Berlin. Und ich bin einem Stern gefolgt und bin gelandet beim Orakel vom Prenzlauer Berg. Kann ich das so sagen? Ich grüße Sie, Herr Jörges. Guten Morgen, ja. Lassen wir es mal so. Ja. Ja, wenn man den Fernseher einschaltet, es gibt kaum eine Sendung, in der Sie nicht fehlen. Und vor allem machen Sie eines, Sie deuten die Gegenwart und deuten auch Zukunft. Wie kamen Sie dazu? Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist, glaube ich, einfach eine Begleiterscheinung des Berufs. Ich bin jetzt seit 40 Jahren Journalist, war anfangs Wirtschaftsjournalist, dann nach relativ kurzer Zeit politischer Journalist. Und wenn man da so sein Leben mit zubringt, ist man irgendwann in einer Situation, wo man bestimmte Dinge schnell begreift, weil die ihm schon 5, 6 Mal begegnet sind, oder wo man auch weiß, wie ein Ding weiterläuft. Das weiß man nicht immer, manchmal irrt man sich, aber häufig weiß man es. Hätten Sie vor wenigen Jahren gedacht, dass Sie so zum Schutzpatron der Piratenpartei werden? Nein, das bin ich auch nicht, das ist auch nicht meine Absicht. Aber wenn eine Partei wie diese anfängt zu arbeiten und dann eine ganze Gemeinde über sie herfällt, weil die eben bestimmte Dinge nicht leistet, die andere leisten, sogenannte professionelle Parteien, dann muss man die einfach schützen. Und das ist die Piratenpartei, ist ein neuer Ansatz einer demokratischen Bewegung. Da bin ich im Moment schon wieder sehr skeptisch, weil ich bei denen keine Entwicklung feststelle. Die tun zu wenig, vor allem tun sie in der Programmarbeit zu wenig. Aber dass es für deren Existenz eine gute Begründung gibt, das ist gar keine Frage. Ich will gar nicht groß über die Piraten reden, aber vielleicht über die Piraten als Phänomen. Die hatten übrigens hier oben bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus straßenweise 18% Wahlergebnis. Ja? Ja, Prenzlauer Berg, sehr stark. Weiß ich, ich war auf der Party da. Die können auch gut feiern dann. Bei solchen Ergebnissen. Auf jeden Fall will ich versuchen vorzudringen und zu verstehen, wie Medien mittlerweile funktionieren. Also ich habe das Gefühl, es interessiert die Medien gar nicht so, was passiert mit den Piraten, sondern das ist mehr so ein Sozialexperiment, als würde man die Kamera auf eine Petrischale richten. Habe ich denn ein richtiges Gefühl oder... Die Medien kann man nicht sagen, aber lassen wir es mal so stehen, weil wir müssen ja hier auch irgendwie vergröbert argumentieren, anders geht es ja gar nicht. Medien sind an neuen Phänomenen interessiert, weil das Aufmerksamkeit bringt, neue Themen bringt, neue Persönlichkeiten. Darauf kommt es vor allem an bei Medien, vor allem im Fernsehen. Also die Piraten, neue Darsteller. Neue Darsteller. Weil Piraten präsentieren neue Figuren, die sind interessant. Da gibt es eine gut aussehende junge Frau, Frau Weißband. Da gibt es einen, der sitzt in Sandalen mit nackten Füßen in irgendeiner großen Talkshow rum. Das ist schon mal als solches, ja, interessant für Medien. Damit arbeiten die gerne. Weil der vorhandene Set von Darstellern eben begrenzt ist und die Zuschauer ermüden, wenn sie immer die gleichen Leute sehen. Das ist schon mal oberflächlich betrachtet das Interessante. Aber dann, wir über ein Theaterstück? Talkshows sind durchgängig Theaterinszenierungen, wobei sie sich vom Theater dadurch unterscheiden, dass sie das, was da stattfindet, nicht vorgeplant haben. Das lässt sich auch nicht. Also der Ablauf ist offen. Aber die Besetzungen werden nach denselben Kriterien vorgenommen wie bei Theaterstücken. Also Impro-Theater. Da werden Rollen zugedacht von der Redaktion. Man weiß meistens auch oder ahnt es, wenn man sieht oder hört, wer noch teilnimmt an der Talkshow, welche Rolle man selbst spielen soll. Das weiß man, ahnt man. Ja? Ja. Also ich bin, um das mal klar zu sagen, was ich meine, wenn bei so einer Talkshow 5 oder 6 Generalsekretäre von Parteien sitzen und ein stellvertretender Fraktionsvorsitzender und also so richtige Funktionsträger von Parteien, wissen die Talkshow-Redaktionen, dass wenn die alleine da sitzen, der Zuschauer nach spätestens 7 Minuten wegzappt, weil das ist zu lange, wir hören nur Plattitüden. Also müssen sie einen reinsetzen, wollen sie einen reinsetzen, der das aufbricht, mindestens einen. Und in der Rolle bin ich immer wieder gefragt. Und die Rolle spiele ich nicht, das bin ich. Ja, also wenn ich da sitze mit denen und höre mir bestimmte Dinge an, dann sage ich auch, Freunde, wollen wir mal über die Wahrheit reden. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das so ein Kräfteungleichgewicht herrscht zwischen Politikern und Journalisten, vor allem schreibenden Journalisten. Gehören die überhaupt in Talkshows? Ist das noch fair? Schreibende Journalisten. Ich rede natürlich über Sie. Im Prinzip kann da jeder sitzen. Sitzen ja auch Schauspieler da, sitzen ja zum Teil Comedians da zwischen Politikern, um eben diesen Effekt zu erzielen. Und wirkt manchmal seriöser. Manchmal, aber öfters auch nicht, ja, um den Langeweile-Faktor zu besiegen, werden die drunter gemischt, damit die Quote hält, damit die Leute nicht wegzappen, damit sie auf überraschende Dinge warten, die dann möglicherweise auch kommen. Und Journalisten sind natürlich für diesen Zweck
auch ziemlich gut geeignet, weil die, wenn sie offen reden, kennen die die Inszenierungen, die Schlagworte, die Floskeln von Politikern, und wenn sie den Mut haben, das zu sagen, dass es Floskeln sind, dann wird es spannend. Ich will nicht zu sehr in die Vergangenheit blicken, aber was soll es ausdrücken, wenn irgendwie der damalige Verteidigungsminister von einem Hubschrauber mit Kerner eine Sendung aufzeichnet? Also neben der politischen Kampagne, was ist da? Das Gutenberg, meinen Sie? Ja. Bei Gutenberg, der hatte einen bestimmten Sex der Jugend. Und zu diesem Sex der Jugend, das fing ja an mit seiner Kleidung. Wie hat er sich ausstaffiert? Das ging weiter über seine Frau, die er ja auch mal mit nach Afghanistan genommen hat. Das war alles perfekt, jugendlich und anders als der Rest der Politik. Und das war spannend. Und wenn der sich vor einen Hubschrauber gestellt hat oder sich zwischen Bundeswehrsoldaten in Afghanistan gestellt hat, hatte das einen doppelten Sex. Dass nämlich kein langweiliger Verteidigungsminister im Anzug, als wäre er hier aus dem Amtszimmer raus entführt worden und nach Afghanistan transportiert worden, mit weißem Hemd und Krawatte, das bringen die ja in der Tat manche fertig. Die fahren nach Afghanistan und sehen aus, als säßen sie hier in ihrem Amtszimmer. Das hat er eben nicht so gemacht. Das hatte natürlich einen hohen Reiz für Fernsehen, keine Frage. Wenn Sie so eine Allmacht bekämen, 3 Tage lang, was wären die wichtigsten Dinge, die Sie sofort ändern würden in der Medienlandschaft? In der Medienlandschaft? Jetzt habe ich nicht lange, soll ja auch nicht so sein, drüber nachgedacht. Ich würde die Zahl der Talkshows in der ARD, im ersten Programm, nicht in den dritten Programm, würde ich von 5 auf 2 reduzieren. Ich würde im Bereich der Zeitungen, der Tageszeitungen, das Kartellrecht verändern, dass Tageszeitungen, die in wirtschaftlicher Not sind, leichter miteinander fusionieren oder kooperieren können, weil die nämlich untergehen. Ich glaube, dass Print untergehen wird in den nächsten Jahren. Totgeweiht und nicht zu retten, ist nur eine Frage der Zeit. Junge Leute unter 20 Jahren lesen so gut wie keine Zeitung mehr. Die sind nur noch im Internet unterwegs. Und die Zeitungen, die es nicht begreifen, werden sterben. Die Zeitungen, die es begreifen, werden alles dafür tun, ins Internet transformiert zu werden. Diese Prozesse muss man erleichtern und fördern, weil sie sonst wirklich schnell sterben werden. Beispielsweise gehe ich davon aus, dass innerhalb relativ kurzer Zeit, vielleicht in 1 oder 2 Jahren, die Frankfurter Rundschau eingestellt werden wird als gedruckte Zeitung. Vielleicht noch eine Zeit lang im Internet weiter besteht. Und dieses Schicksal kommt dann in den folgenden Jahren auch auf andere Zeitungen zu. Und was würde ich sonst noch machen? Ich würde im Medienbereich den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten die Werbung verbieten. Denn wozu zahlen wir Gebühren, wenn die nebenher noch Werbeeinnahmen haben? Und würde sehr viel stärker darauf achten, dass der Quotengesichtspunkt bei öffentlich-rechtlichen Sendern keine Rolle mehr spielt oder eine sehr viel niedriger als heute. Richtig Ihre Macht gerade genutzt. Bitte? Ich komme aus Köthen, da gibt es jeden Samstag eine einzige Ausgabe Taz am Bahnhof und täglich 6.000 Ausgaben Bildzeitung. Mhm. Was sagt das aus? Das sagt aus, dass Köthen nicht ganz in Ordnung ist, medientechnisch. Wenn man nämlich sich die Verbreitung der Bildzeitung in den großen Städten anschaut, ist es ganz erstaunlich, wie wenig Auflage die Bildzeitung in großen Städten hat. In Berlin, ich habe leider jetzt die konkrete Zahl vergessen, habe mich selber gewundert, weil ich das vor ungefähr einem halben Jahr mal gelesen habe, in so einer Übersicht. In Berlin hat die Bild-Zeitung bei fast 4 Millionen Einwohnern in Berlin weit unter 100.000 Auflage. Ich glaube 70 oder 80.000 in dieser Größenordnung, das ist fast nichts. Ganz erstaunlich. Ich habe mal den Klaus Wowereit darauf angesprochen, dass ich mich da gewundert hätte, und er sagte, das weiß ich schon lange, deshalb lasse ich mich durch die Bild-Zeitung auch nicht in Unruhe versetzen. Für den sind andere Zeitungen in Berlin wichtiger. Ähnlich ist es in anderen großen Städten, und dass in Köthen so viel rumliegt an Bild-Zeitungen, finde ich sehr erstaunlich, weil die Bild-Zeitung nach meinem Eindruck auch in Ostdeutschland nicht so wahnsinnig viel gelesen wird. Die hat ohnehin ein Problem, also die hatte mal über 5 Millionen Auflage und liegt jetzt noch bei 2,6 Millionen, also die ist halt hier. Ich stelle die gleiche Frage Herrn Fock, Müller-Fock, wenn ich ihn demnächst treffe. Ja. Ich will jetzt keine Folge machen, ohne dass Sie irgendwas deuten. Herr Jörges, vielleicht wissen Sie es ja. Wo geht es jetzt mit Europa hin? Die anderen haben mir auch Sachen erzählt, aber irgendwie trifft das nicht zu. Ich habe so im letzten Vierteljahr aus voller Überzeugung Europa und den Euro verteidigt. Auch die Mitgliedschaft Griechenlands im Euro.
Ich finde, dass man gerade als Europäer geradezu stolz drauf sein kann, Griechenland mitzunehmen. Ich bin unbedingt dafür, Griechenland in der Eurozone zu halten. Das Geld, was da die anderen Europäer für ausgeben, und sie geben es ja nicht mal hin, sie geben es ja nur als Kredite, und die Griechen zahlen, das müssen wir zu unserer eigenen Schande sagen, zur deutschen Schande, die zahlen ja hohe Zinsen an uns. Das wissen die meisten Leute nicht, weil es ihnen nicht erklärt wird, aber die zahlen ja für das, was sie kriegen, Zinsen an den deutschen Staatshaushalt und müssen das auch zurückzahlen. Also, um mal eine Größenordnung zu nennen, die griechischen Staatsschulden sind betragen ungefähr 300 Milliarden Euro. Und wir in Deutschland haben allein für die Rettung der Hypo Real Estate, der Pleitebank, ungefähr 200 Milliarden bezahlt. Nur dafür. Und dann zu behaupten, wir könnten als Europäer insgesamt mit 17 Euro-Staaten, 27 EU-Staaten, die Griechen nicht mittragen, ist ein Witz. Wir haben uns da in eine verteufelte Situation rein, also wir, das ist von Berlin ausgegangen, bloß keinen Cent geben, wir müssen sich selbst retten und so weiter und so fort. Also wir müssen erstens Europa erhalten und verteidigen. Da können wir richtig, ich finde, kann man mit Stolz verteidigen. Es gibt viele Interessen in der Welt, vor allem in den USA, den Euro zu zerlegen, die Eurozone zu schwächen und kaputt zu machen. Dem müssen wir entgegentreten. Das ist auch ein Teil des Kampfes zur Zähmung der Finanzmärkte. Wir müssen verhindern, dass die Hedgefonds den Euro zerlegen. Und wir müssen alle Staaten, die dem angehören, zusammenhalten. Ich bin inzwischen auch sehr viel stärker, als ich es früher war, der Meinung, dass wir bei Gelegenheit, wenn die Türkei sich entsprechend europäisiert hat im Rechtssystem, in der Demokratie, im Mediensystem, dass wir auch die Türkei aufnehmen sollten. Und zwar nicht zuletzt auch aus wirtschaftlichen Gründen, denn das ist wirklich ein boomendes Land, was wir in Europa gut gebrauchen können. Also Europa verteidigen, und Sie wollen eine Prognose wissen. Ich glaube, dass wir jetzt in Europa eine Phase erreicht haben, einen Punkt erreicht haben, wo die Diskussion weggeht von dem reinen Sparen. Das geht nämlich nicht weiter, weil die europäischen Gesellschaften dadurch zerstört werden und einsehen müssen, dass jetzt mal Schluss ist mit Sparen und dass man was investieren muss, damit junge Leute Arbeit kriegen, damit die Sozialsysteme gerettet werden, damit der Europagedanke ist ja keiner von Armut und Bildungslosigkeit. Das Gegenteil ist der Fall, und das müssen wir retten. Und dahin, glaube ich, wird sich jetzt die Diskussion bewegen. Dankeschön. Ich stelle immer drei Begriffe in den Raum zum Schluss und bitte um eine kurze Assoziation. Günter Jauch. Günter Jauch, großer Unterhalter, weniger Journalist. Stefan Raab. Großer Unterhalter, gar kein Journalist, deshalb sollte er auch keine politische Talkshow machen. Ich halte ihn da für brandgefährlich in seiner Ahnungslosigkeit. Uli Jörges. Uli Jörges sucht im Moment eine Wohnung in Berlin, weil er aus der Wohnung raus muss, und ich wünsche ihm alles Gute, dass er eine findet. Wie groß muss die sein? Die sollte so ungefähr 170, 180 Quadratmeter haben. Das müsste man eigentlich finden können. Bloß ich stelle im Moment fest, weil wir, meine Frau und ich, suchen sehr intensiv schon seit Monaten, dass die Preise unverschämt steigen und immer weiter steigen. Und zwar die Kaufpreise wie die Mietpreise. Also wir gucken nach beiden Seiten, wir könnten eine Wohnung kaufen oder auch mieten, aber... Schiebe ich schon mal die Stellenanzeige rüber, falls ihr eine Wohnung, 170 Quadratmeter... Bitte sehr, her damit. Sonst muss er bald zur Untermiete in Köthen bei mir wohnen. Dann noch was frei. Herr Jörges, Sie haben die Bundestagsdebatte mit Steinbrück und Merkel unterbrochen für dieses Gespräch. Vielleicht unterhalten wir uns demnächst wieder über die beiden, wenn Sie Lust haben. Gerne. Beim Kaffee. Sehr gerne. Dankeschön für das Gespräch. Danke Ihnen auch. Und danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und beim nächsten Mal mein Gast, Sissi Perlinger. Bis zum nächsten Mal. Ach, super.